Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Sleeping Dog Let's Plays. Ich bin Ritalin und ihr schaut We Play Games for You. Da vorne ist unser Auto. Man erkennt es an der markanten äußeren Erscheinung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ab zur Jadestatue. Beziehungsweise zum Dojo, dass wir da weiter skillen können. Das sind ja riesige Busse hier teilweise, muss ich sagen. Wozu brauchen die so große Busse? Was ich ganz cool finde, ist, dass die echt jeder kennt den Namen irgendwie mittlerweile. Das finde ich ganz cool. Oh, hallo Bus. Noch einer. Was ich nicht so gut finde, ist, dass die auch nur den Namen kennen, weil sie was gemacht bekommen wollen. Darauf reagiere ich ein bisschen allergisch. So. Ach, ich hasse diesen Streckenabschnitt. Diese Wasserboller, die nerven mich wie Sau. So, hier müssen wir jetzt abbiegen. Hallo. Blödes Fass. Weiter. Weiter. Okay. Wir geben noch ein Stück Gas. Blöder LKW. Rechts abbiegen. Nein, keine Drogenrazzia. Halt. Wo soll denn diese Drogenrazzia bitte sein? Das können wir jetzt gerade nicht machen. Das machen wir erst später dann. Danach vielleicht. Oh, halt, was ist denn da los? Da hat es ja eben geblinkt. Gibt es doch nichts. Hat nur so ausgesehen. Vorbeifahren. Das wäre da was Spannendes gewesen. Weiter. Es gibt auch relativ viele verschiedene Autos. Das finde ich auch wiederum interessant, dass da wirklich so eine Vielfalt besteht. Aber andererseits kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt echte Marken sind oder nicht. Teilweise, ich würde sagen, nein. Lizenziert sind die auf keinen Fall. Oder es sind so China-Marken, die aussehen wie echte, aber gar keine sind. Oder echte chinesische Marken sozusagen. Genau, ist doch immer einer. I'm fine. But the pest, son. Your pest. That's one of those questions you shouldn't ask. Is it? I guess those are the rules. But someone should ask it. Even if you ask it of yourself. Okay. What are you, a Zen master now? Of course. Didn't you know? So, was lernen wir denn als nächstes? What would you like to learn? Was ist das denn? Ein aggressiver Konter, der einen Gegner zurückwirft. Das hat schon. Ach, aber den kann man nur lernen, wenn man beide Sachen gemeistert hat. Das ist ja wiederum auch interessant. So. Angriff nach einem Tackling. Halten Sie Kreuz und Kreis und dann schnell Viereck drücken. Okay. Müssen wir ausprobieren. Haben wir ja zum Glück die Möglichkeit dazu. Ja. Oh, das ist cool. Ah, du bist ja der Aufpasser. Ah, jetzt verstehe ich, was er von mir will. Das ist ja geil. Steh auf, Mann. Your other left wing.
Okay. Wieder mal was gelernt. Guck, vielleicht können wir uns mal dem Fight Club widmen. Angriffsschlag. Wir probieren es einfach mal aus. Klar. Klar. Die brauchen wir eh nicht. Haben wir genug davon. Zähne haben wir. Und dann wachsen sie nach. Haben wir noch unsere Milchzähne. Na komm. Kung-Fu-Meister. Nachtreten ist immer gut. Ja, was jetzt? Bleibst du liegen oder was? Hier. Na, das war ja nix. Kommen zwei. Yeah, Mann. Langsam werden wir zur Kampfmaschine. Sollten das mit dem Tackling lieber mal nicht so ausgiebig probieren wollen. Und haben wir? Ja. Okay. Oh, der hat uns einfach abgeschüttelt. Okay, okay. Wann kommt der Erste? Und wer wird das sein? Er wird das sein. Komm hier über die Brüstung drüber oder auch nicht. Den haben wir. Na komm, den nächsten. Den haben wir auch. Jetzt werden es immer mehr langsam. Wir haben immer weniger HP. Na kommt schon. Wie sie uns verarschen. Kommt der nächste? Na komm. Schwein. Yeah. Den haben wir auch, oder?
In den Schritt, Mann. So wie es sich gehört. Oh je, jetzt ist die letzte Runde. Oder? Ich glaube es zumindest. Schön aufpassen. Na komm, rumgezuppelt, interessiert mich nicht. Der hat uns einfach weggezuppelt. Aber er hier nicht. Der hat uns auch weggezuppelt. Was soll das? Na komm. Wer will der Nächste sein? Du? Okay. Das hat weh getan. Komm. Genau, Mann. Einer weniger. Trau dich. Trau dich. Da ging's ins Gesicht, Mann. Aufpassen ein bisschen. Und gegen die Wand, komm. Okay, dann schmeißen wir dich halt nur um. Oder auch nicht. Trau dich. Ja, den haben wir. Was mit dir? Yeah, wir haben den Club gemeistert. Sehr gut. Seriously. That's the best you can do. Und jetzt? Ansehen, okay. Okay, okay, okay. Stufe 2, jawohl. Das ist ja gut. Ansehen bringt tatsächlich was. Sehr gut. So, gehen wir mal hier zur Teebude. Ja, wir haben trotzdem nur geringes Ansehen. Sehr gut. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hallo, Mr. T. Thank you for coming. Okay. Would you like some tea? Ja, gib mal her. I'm grateful to have helped. Laufen wir mal ein bisschen durch die Stadt. Gucken, was wir hier so organisieren können. Vielleicht noch mal in einem Klamottenladen gucken oder so. Vor allen Dingen auch noch mal Nahrung aufnehmen und dergleichen. Buffs sind ja doch nicht schlecht. Da ist ein Nahrungsmittelstand, sozusagen zum Essen. So. Fischklöpse? Nee, nur ein Hotdog, okay. Okay, wenn du es sagst. Verlass mich auf dich. Ansonsten weißt du ja, wen du verärgert hast. Vorne können wir jemandem helfen, eigentlich, sehe ich gerade. Das können wir auch mal zur Abwechslung machen. Leuten helfen. Muss auch irgendwo ein Getränke. Automat sein oder sowas. Ah, hier können wir Getränke holen. Oder? Ah, nein, ist ein Klamottenladen. Okay. Torso.
Okay, was bringt das? Muscle Shirt brauche ich jetzt nicht unbedingt. The girls are gonna love you. Meinst du? Good point. Blöde Baseballmütze. Na, das ist doch peinlich, das kann ich nicht anziehen. Was mit dir hier? So, how's business? Not very good. Sales are way down. Was verkaufst du denn? My shirts are just too boring. Oh, echt? Hey, could you help me get some new design? I want to do a landscape series. Really capture what's cool about the city. Okay. Yeah, sure. Give me a couple of classic shots. Email them over when you have them. Aber ne. Okay, hallo Motorrad, du bist jetzt meins. Boah! Ich frag's mich auch. So. Wie schnell die Dinge aber auch sind, die sind richtig gefährlich. Boah! Halt. Steigen hier mal kurz ab. Vom Ducati-Verschnitt. Her damit. Geben Sie was zu trinken. Ein bisschen mehr Kraft in den Fäusten kann nicht schaden. Dragon Kick. Gucken, fahren wir lieber links rum. So. Und hier müssen wir ein Bild gleich machen. Ja, aber was hat das mit Klamotten zu tun, bitte? Das ist ein Kung-Fu-Tempel. Ich kenne mich hier aus. Sie können ganz schön austeilen, die Mönche. Na, komm. Das wird gut. Ein Foto. Ist doch nicht cool. Unheimlich ist das. So, 800 Meter weiter ist der nächste Part, wo wir hin müssen. Na weh, wenn ich dann nicht wenigstens einen Rabatt auf die T-Shirts bekomme. Und wenn die schlimm aussehen, dann ist es nochmal eine ganze Ecke schlimmer, dass wir den Kram hier machen. Peinlich. Alle drehen sich um. Was mache ich? Ich fahre erstmal gegen die Wand. Ah. Oh. Okay. Das war knapp. Müssen wir hier überhaupt rum? Ich glaube schon. Gut. Okay, weiter. Weiter. Was war das? Beinahe abgehoben hier. Weiter. So. Na, das sieht doch relativ schick aus. Können wir auch lecker ein Foto machen. Hat's geklappt? Okay. Oh, halt. Da ist vorne jetzt noch ein Tresor. Und Gangster. Ach, ihr wollt mir den nicht geben, oder was? Ich hab's fast vermutet. Auf die Fresse.
Hier, Sprungkick. Na ja, komm, wenn du so mutig bist. Du kriegst jetzt nochmal ein paar in die Fresse. Komm, zack, weiter, noch ein bisschen. Geschichte? Ja. Lass mich mal an den Tresor, ne? Man dankt. Ist die Frage. Serienmörder Tang anrufen. Tang, it's Wei. Stay on that wiretap. I expect Sang to be doing an emergency kidney transplant at any minute. He already got the call. But Wei, they picked up the donor too. It's Calvin. Wer ist denn das? Your friend, Calvin. Shit. I have to warn him. They're saying he's in Central. They're already after him. But Wei, you can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. Oh, das ist natürlich scheiße. Auf zu Calvin. Bisschen ranhalten. Nicht, dass sie den noch operieren hier. Organhandel ist keine gute Sache. So viel ist mal sicher. Braucht man in der Regel selbst. Geworden beinahe. Hallo, Mr. Motorradfahrer. Yeah. Ja, das hat wehgetan. Du wolltest mich überfahren, oder was? Das hast du davon, ist jetzt mein Auto. Ja, selber Gänger. Können wir wenigstens ordentlich Stoff geben, ohne dass wir Angst haben müssen, vornüber zu fliegen wie eben. Keine Angst, Masseuse, hier tue ich nichts. Hier die Abkürzung wie immer. Scheiße, Frontalcrash. So. Zigmal gefahren und trotzdem noch reingecrashed. So, jetzt hoch oder was? Vermutlich ja. Bla bla bla. Komm schon, komm schon. Das haben wir. Okay, jetzt sind wir nah genug dran, dass die Sequenz triggert. Ach du Shit, was geht da? Jetzt ist er im Kofferraum gelandet. Der war auch viel stärker als der andere. Kapern Sie das Auto. Okay, verstehe. Bin ein unauffälliges Taxi. Das ist schon mal gut. Komm, ein bisschen näher müssen wir noch ran zum Kapern. Das sieht doch gut aus. Das Auto gefällt mir auch gleich viel besser. Müssen wir jetzt machen. Nicht aus dem Kofferraum. Okay. Müssen wir hier um die Kurve fahren? Warum das denn? So.
da vorne muss es irgendwo sein. 100 Meter noch. Ah, da geht's links ab. Irgendwie da runter. Ah, hier, okay. Okay, I got him. Pull in Dr. Sang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Way? I'm leaving this guy in the parking structure off Quark Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. Okay. Haben wir den gerettet. Sehr gut. He's done more than 20 transplants for 18K in the past two years. Ach was. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy. But I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Ja, aber ich. He doesn't bring back your friend. But I think it's fair to call it justice. Genau. Na? Ein Arztkittel haben wir bekommen. Sehr gut. Jack hier anrufen. Oh nein, ich will nicht mit Roland reden. Nein, nein, leg auf, leg auf. Roland, got any work for me? Yeah, sure. Samson Gao, your typical deadbeat. Moron is hiding out on an overpass in North Pole. Oh. Thinks nobody knows he's there. He's wrong. Jackie, how's it going? Wait, man, good thing you called, man. I got something, man. This could be big for us. You still got that plan you were talking about? Yeah. You in? We could go tonight. Drop on my place and I'll tell you all about it. Alles klar, aber ich Bescheid. Bring a car, okay? Mine's in the shop. So, wie dem auch sei. Eine halbe Stunde sind wir ungefähr. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Euer Rektor Lee von WePlayGames4U sagt ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.